Pfändung droht, so ziehen Sie die Notbremse. Vielleicht haben Sie ja gehofft, dass Ihre Gläubiger niemals ernst machen. Dieselben Gläubiger, die schon so lange mit der Zwangsvollstreckung drohen. Doch eines Tages ist es tatsächlich soweit. Der Gerichtsvollzieher hat seinen Besuch angekündigt und Ihnen droht die Pfändung. Die Pfändung von Konten, die Pfändung von Hab und Gut, die Pfändung von Sozialleistungen und so weiter. Aber verfahren Sie nun bitte nicht in Panik. Selbst jetzt haben Sie noch etliche Möglichkeiten, um Ihren Widersachern die Zwangsvollstreckungstour nach Strich und Faden zu vermasseln. Auch der Gerichtsvollzieher gehört zu der Sorte Unmensch, die man am liebsten auf dem Friedhof wünschen würde. Was also tun, wenn Sie einen Geier so Sie zur eidesstattlichen Versicherung oder zur Abgabe des Vermögensverzeichnisses vorlegt? Ich rate Ihnen Folgendes. Gehen Sie ruhig hin, aber bereiten Sie sich gut vor. So gut, dass Sie seine Fragen völlig legal beantworten können, ohne Ihr Hab und Gut oder Ihr Vermögen in Gefahr zu bringen. Ja, das geht. Zwangsvollstreckungs-TV zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Antworten formulieren müssen. Und dann sind da natürlich noch die lieben Beamten vom unersättlichen Finanzamt. Schneller als ein wirklich arbeitender Mensch Piep sagen kann, sind Beamte schon mit Pfändungen und eidesstattlicher Versicherung dabei. Aber auch dann gilt ruhig Blut. Beamte denken immer nur nach Schema F. Deswegen sind sie so leicht zu durchschauen wie ein Bogen Transparentpapier. Lassen Sie sich von mir zeigen, wie Sie die finanzamtliche Abgabe der eidesstattlichen Versicherung um mindestens 5 Jahre verschieben können. Ich gebe zu, dass die Worte Zwangsvollstreckung und Pfändung bei normalen Menschen furchtbare Existenzängste auslösen können. Aber das ist erst einmal nur Wortgeklingel. Ich selbst musste mal 2,36 Millionen Euro Schulden abbauen und wurde in dieser Zeit immer wieder mit Drohungen wie Zwangsvollstreckung oder Pfändungen konfrontiert. Seither weiß ich eins. Diese Folterinstrumente lassen sich ziemlich leicht wirkungslos machen. Dazu brauchen Sie keinerlei juristisches Wissen. Alles, was Sie brauchen, sind die Insider-Tricks und Kniffe, die Sie einzig und allein in Zwangsvollstreckungs-TV enthüllt bekommen. Dieses Online-Seminarangebot wird Ihnen genau die Rettung bieten, die Sie im Moment händeringend suchen. Und nirgendwo in Deutschland bekommen Sie dieses wertvolle Rettungswissen derart preisgünstig und zuverlässig. Weitere Informationen finden Sie auch auf der www.erfolgsonline.de. Machen Sie es gut, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Rademacher.